So, Tag 2. Da habe ich die Wände beklebt. Jetzt ist auch Dach drauf. Die Platten sind verklebt. Und da muss ich sagen, für die zwei Seiten, also rechts 41, links 41 und der Dach, ja, ist mir die ganze Kartusche Klebe ausgegangen. Also ist noch ganz wenig drin. Aber ich denke, das wird zu wenig, um dieses Element hier noch anzukleben. Dann lasse ich das erstmal sein. Lasse ich den trocknen und danach mache ich hier so eine Aluwinkel, aber dann auf den Silikon, auf transparenten Silikon ankleben. Und ob ich das irgendwann noch festschraube, weiß ich nicht. Mal sehen. Also, was heißt das noch? Ja, für den mobilen Teil vom Dach, da muss ich noch eine Tube Kleber kaufen. Und dann unten werden auch Streifen angeklebt. Ja. Also das ist der Stand für heute. Vielleicht heute Abend mache ich noch die Aluleisten hier oben ankleben. Dann kann ich da anfangen morgen mit dieser mobile Überdachung für den Schlaf, für die Schlafposition. Wenn ich nämlich die Rückenlehne ausfahre, dann verlängert sich das Ganze um 60 cm. Und hier oben habe ich mir gedacht, da kommt so eine mobile Dach, bis ich so rauf auf so eine Schiene rausfahren, und dann ja, muss ich noch überlegen, wie ich das Ganze befestige, damit das nicht zu viel wackelt, damit wenn ich dann mit dem Anhänger fahre, dass das auf nicht runterfällt. So, die Wände und Dach habe ich fertig angeklebt. Dann habe ich provisorische Boden gemacht. Ist noch nur provisorisch reingelegt und viel zu schwer. Und dann habe ich gewogen hier den Gewicht an der Eichel. Das ist jetzt zurzeit 3,4 Kilo. Muss man noch gucken, das kommt jetzt noch der verschiebbare Teil für die Schlafabteilung bzw. für die Schlafposition. Wenn ich nämlich die Lehne zurücklehne zum Schlafen, dann wird hier so ein Dach rausgefahren, dass das natürlich auch überdacht ist. Da muss ich noch schauen nachher, wie ist das mit ausbalancieren. Ja, zurzeit, das ist der jetzige Stand. Und dann geht's weiter. So, jetzt mache ich noch einmal rumum den Wagen zu gehen, damit ihr seht hier, was habe ich bis jetzt geschafft. So, unten kann man noch hier die Gepäckabteilung sehen. Da wird der Zugang von innen gemacht. Und wenn der Wagen dieser Schlafabteilung autonom steht, dann kann man nämlich diese Lastenanhänger rausfahren. Hier kommen noch Türen und wahrscheinlich so eine Lüftung. Jetzt noch die Höhe muss ich noch abschätzen. Ja, so sieht das erstmal aus. Und dann ist das so Blick nach innen, wo kann ich quasi von innen da in die Gepäckabteilung greifen, kann ich meine Sachen, die ich mittransportiere, unten
legen. Natürlich kommen auch Seiten, dass das alles dicht ist. Und ich bin noch am Überlegen, wo kann ich da jetzt noch so das gestalten, dass wenn draußen regnet, dann kann ich innen sitzen und quasi meine Füße hier in den Gepäckabteilung reinlegen, oder werde ich hier diese letzte Teil rausnehmen und dann kommen die Füße auf den Boden und hier wird nach oben vielleicht entweder die Tür nach oben rausgeklappt, dass ich innen geschützt bin, oder ohne die Tür aufzumachen, da könnte ich auch so sitzen. Ja, so sind die groben Pläne. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.